Wenn eine Stadt wie Waidhofen in die Osterzeit schlittert und so richtig ostert, dann blüht alles auf und die Kreisverkehre machen den Diener. Da werden sogar die Uhren eierförmig und der Mohr macht einen auf Hase. Da überlässt der Bürgermeister jovial dem Osterhasen die Regentschaft, es eiert an allen Ecken und Höfen und die Hasendevotionalien auf den Zäunen gehen weg wie die warmen Semmeln. Im Park werden Bänke eiförmig und Wachhunde sichern Huhn und Gesteck. Versicherungen nutzen das Image des braven Schokohasen und allerorts wächst Ostern in die Auslagen. Da kann dann auch die Post nicht mehr zurück und klebt sich 68 Cent Hasen auf Brief und Paket. Überall ovalisieren Schilder und Weinstuben und der Osterhasenzug macht sich bereit. Das gerade vor der Eierspeise gerettete Küken piepst fröhlich, wenn es sieht, wie die Bannis kurzfristig überhand nehmen und allerorts in den Geschäften Dienst tun oder dem Fotografen posieren. Das Marketing stellt um auf Hase. Der ist präsent vor Tür und Tor und grüßt lautlos von Fenster und Sims. Hühner aus Ton bewachen das Plastikei und stumme Hähne stolzieren durch die Stadt. Im Supermarkt dominiert das Wartelei. Und alle Menschen sind freundlich, auch wenn dem Osterhas längst schon die Zunge raushängt und der Kater verwirrt seine Plüschtiere bewacht. Porzellanei beim Trödler, Osterhase im Eisendesign und Has und Häsin aus Stroh. Wenn eine Stadt so richtig ostert, schenken wir auch schnell ein Blümchen und einen Schokohasen und ein rotes Ei. Frohe Ostern, alles Gute, bye bye.